Also mein Name ist Alexander Czurka. Ich bin Product Owner und Community of Practice Lead bei der Firma Untis GmbH. Was heißt Value wirklich? Was ist der Unterschied zwischen User Value und Business Value? Und vielleicht sollte da jeder Product Owner, jede Product Ownerin drauf schauen. Wenn ihr das Warum bzw. das Wozu erklärt, ist es wirklich das oder definiert ihr da das Was? Extrem, weil das ist ja eine ganz andere Denke im Produktmanagement. Wir haben hier hands-on praktische Beispiele mitbekommen, insbesondere das Impact Mapping. Alleine das macht schon einen extremen Unterschied in der Zusammenarbeit, auch mit allen anderen POs. Wir sind ja hier mit 6 Product Ownern gewesen und ich kann mir vorstellen, dass unsere Meetings jetzt viel mehr sich auf Value fokussieren, auf Business und User Value, als auf Lösungen. Es ist so, dass die Firma Untis in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Das Product Owner Team ist auch stark gewachsen. Und in der Community of Practice, die wir etabliert haben, haben wir einfach entschieden, wir wollen ein ähnliches Mindset haben, wir möchten alle on the same page sein. Das ist der Grund, weshalb wir hier gemeinsam mit Goico dieses Training gemacht haben. Es ist so, dass dieses Training im Unterschied zu vielen anderen Trainings da draußen wirklich hands-on ist, wirklich praktische Erfahrungen vermittelt. Also Goico hat eindeutig einen Erfahrungsschatz, den man wirklich hören sollte. Man kriegt auf seine Fragen definitiv treffende und sehr präzise Antworten und nicht irgendwelche abstrakten, ominösen Sachen, die immer wahr sind. Und das macht einfach einen totalen Unterschied. Und es ist einfach Premium Product Management, das vermittelt wird.